Oskar ist zu gut für die Tonne. Obwohl Oskar in der Tonne wohnt, ich muss mich erstmal hier so ein bisschen positionieren. Gemütlich machen. Jetzt funktioniert es, Amy. Zu gut für die Tonne. Es ist ja die Frage, wie viel Nahrungsmittel man so im Monat bzw. kumuliert übers Jahr in dieselbe gewirft. Und das ist eine ganze Menge. Es wird in Deutschland sehr viel in die Tonne geballert, obwohl es eigentlich gar nicht in die Tonne gehört. Und wobei es auch nicht nötig ist, weil man kann mit seinen Sachen auch besser umgehen. Es geht aber auch nicht nur um Privatleute, sondern auch um die großen Supermarktketten, die Sachen wegschmeißen, weil sie gerade ein bisschen verbeult sind und so weiter und so fort. Und dann die Mülltaucher ankacken, die dann in der Mülltonne das suchen. Ne? Das finde ich auch ist so ein Ding, da sollte man den Leuten durchaus Zugriff drauf geben, wenn man es schon nicht der Tafel gibt. Ja. Wir sind beim Rezeptefinder. Oh, guck mal, ein Update. Okay, ich mach mal ein Update. Aktualisierter Dreck. Guck mal, hier sind 261 Rezepte aktualisiert worden. Das finde ich sehr gut. Man hat nämlich hier die Möglichkeit, verschiedene Zutaten zu einem Rezept zu kombinieren. Ich mach mal die erste Zutat, sind zum Beispiel. Was geht schnell kaputt? Bananen, Avocados. Ich kann Bananen machen, okay. Noch eine zweite Zutat setzen wir rein. Was haben wir sonst noch? Was würde auch zu Bananen passen in dem Fall? Wir sagen mal... Milch. Habe ich leider nicht. Zur Auswahl steht Äpfel, Eier und Erdbeeren. Nur das? Mhm. Ja, dann halt Eier. Das sind die Rezepte, die ja zur Verfügung stehen, um mit Bananen zu arbeiten. Mhm. Eier ist auch gut. Übrigens, kleiner Tipp, falls ihr rauskriegen wollt, ob ein Ei gut ist oder nicht, schlagt's auf, probiert's und wenn ihr eine halbe Stunde danach brechen müsst, dann ist es nicht gut. Nein. Sondern? Einfach nur einen Topf mit Wasser füllen und die Eier reinschmeißen. Und wenn die nach oben... Ja, dann sind sie nicht gut. Dann sind sie nicht gut, weil da nämlich Luft sich gebildet hat. Richtig. Dann kann man die nicht mehr benutzen. Bei Eiern sollte man nicht rum irgendwelche Spielchen machen. Nee, das ist nicht so eine gute Sache. Gerade bei so ganz schnell verderblichem Zeug nicht. Aber bei Eier wissen wir ganz genau hier, wir sind einen Tag vor Mindesthaltbarkeitsdatum oder genau an dem Tag, geht noch auf jeden Fall, klar. Wir gucken uns mal das Rezept an aus Bananen und Bananen mit Eierlikörsahne. Emmy, das ist doch ein Rezept. So kann der Tag starten, oder? Auf jeden Fall. Und das ist der Kochpate hier, Horst Lichter sagt, der aus dem Fernsehen bekannte Koch ist auf Deutschland-Tournee, bla bla bla, alles klar. Dann unten die Zutaten, was man alles rein... Was ist aber eine ganze Menge, du. Mehl, okay, Sahne hätte man eventuell auch... das ist aber eine ganze Menge, vorbereiten, Ofen, dralalala, alles wird hier erklärt. Mhm. 70 Minuten und wenn man will, kann man das dann zu seiner Planerliste hinzufügen. Damit ich dann in Zukunft weiß... Was ich auch einkaufen muss, nämlich hier 500 Gramm Mehl etc. pp. Es gibt auch noch hier den verschiedene goldene Regeln, die man behalten soll. Ich höre dir zu, Entschuldigung, ich bin gerade beschäftigt mit anderen Sachen. Nicht schlimm, Mimi, gar kein Problem. Einkaufszettel benutzen, man soll sich Zeit nehmen, die Packungsgröße beachten. Man sollte bewusst auswählen, was man einkauft. Sich nicht auf irgendwelche Jumbo-Angebote schmeißen, obwohl man gar nicht die Menge braucht. Ne? Weil auf die Menge hin ist es vielleicht günstiger. 10 Rollen Sardellen zu kaufen. Vor allen Dingen Sardellen. Also ich merke vor allen Dingen... frische Sardellen. Seitdem ich nicht mehr jeden zweiten Tag einkaufen gehe für das, worauf ich gerade Hunger habe, sondern einmal die Woche einen Großeinkauf mache, funktioniert das wirklich besser mit den Resten. Und geplant kaufen, ne? Ja, genau. Genau. Zum Beispiel hier, wir gehen mal ins Lexikon rein bei Butter. Butter ist ja so ein Ding. Butter sollte man nicht offen im Kühlschrank lassen, weil es die Gerüche anderer Lebensmittel annimmt. Also immer eine Glocke drüber oder gut einpacken, ne? Also kühl und gut lagern, bei 4 bis 6 Grad im Dunkel. Ein Kühlschrank auf der mittleren Ebene, das ist wichtig, weil ganz unten ist es am kältesten und ganz oben im Kühlschrank ist es am wärmsten, obwohl es da immer noch kühl ist. Die Haltbarkeit wird hier mit 4 bis 6 Wochen angegeben, selbst wenn da irgendwie, wenn das mal 3-4 Tage drüber ist, über Mindesthaltbarkeitsdatum, einfach mal den Kolben hinhalten und die Augen aufmachen. Wenn es grünlich schimmert, und gut käsig riecht, dann ist es wahrscheinlich zu einem Camembert transformiert worden. Ne? Aber nein, einfach die Nase und die Sensorik mal benutzen. Hast du nur einen geringen Butterverbrauch, dann teile die großen Stücke in kleinere auf und friere sie ein. Je nach Bedarf kannst du die Stücke dann aus der Kühltruhe oder aus dem Kühlfach nehmen. Das ist ein guter Tipp. Wenn man 250 Gramm Butter kauft und dann nur ein Achtel dafür braucht, ist das nicht schlecht. Dosengemüse kann man zum Beispiel auch, wie man es lagert. Das ist wirklich eine gute App, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Solltet ihr mal ausprobieren. Ich finde sie auch super. Die ist vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und heißt zu gut für die Tonne. Und sie ist nichts kostend für euch sehr schön im App Store erhältlich. Ja, hast du gut gesagt.